Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Ich greife eine Frage auf, die mehrfach aufgetaucht ist in letzter Zeit, nämlich was kann man nach dem technischen Betriebswirt machen im Rahmen der IHK-Fortbildungen? Und in der Tat ist es so, dass der technische Fachwirt zwei Möglichkeiten eröffnet, was mir auch selber gar nicht so bewusst war. Und es kann auch sein, dass das früher mal restriktiver gehandelt wurde, aber ich habe von zwei Kammern die Bestätigung bekommen, fragen Sie immer Ihre Kammer. Na, das sind letztlich die Leute, die das dann auch maßgeblich entscheiden können. Also, wenn ich das jetzt mal nehme, was ich dort an Auskunft bekommen habe, dann ergibt sich die Möglichkeit, den technischen Betriebswirt zu machen, aber auch den Betriebswirt. Sie wissen, der technische Betriebswirt ist der technische Zweig dieser IHK-Fortbildung, Karriere mit Lehre. Und der Betriebswirt ist der kaufmännische Zweig. Also es ist in der Tat möglich, offensichtlich. Wie gesagt, lassen Sie sich von Ihrer Kammer bestätigen, und zwar schriftlich. Aber es scheint so zu sein, es ist in der Tat möglich, dass Sie vom technischen Fachwirt, also T wie Technik, nicht unbedingt wieder T wie Technik, technischer Betriebswirt machen müssen, sondern zu der kaufmännischen Seite überwechseln können. Ob das sinnvoll ist, das ist die zweite Frage. Deswegen möchte ich in diesem Video die beiden Lehrgänge aus Sicht des technischen Fachwirts vergleichen. Was unterscheidet diese beiden Lehrgänge? Zunächst einmal der technische Betriebswirt hier und der Betriebswirt. Wenn man mal einfach nur den Umfang sich anschaut, als ein Kriterium, Umfang, dann kann man sagen, dass tatsächlich der technische Betriebswirt etwas umfangreicher ist. Ja, also wenn man das mal als erstes Kriterium nimmt, das ist ja auch die Frage, wie viel Lernstoff hat man hier zu bewältigen, dann kann man sagen, technischer Betriebswirt ist nicht sehr viel, aber es ist etwas mehr und dementsprechend der Betriebswirt ist etwas weniger vom Umfang. Wie ist das mit der Schwierigkeit? Auch das ist ja ein Kriterium, ne? Welcher der beiden Lehrgänge ist schwieriger? Und da würde ich mal sagen, dass es sich da nicht viel tut. Es gibt bei allen natürlich Schwankungen in den Prüfungen. Es gibt mal schwierigere und mal leichtere Prüfungen. Und wenn Sie eine schwierige Prüfung beim technischen Betriebswirt haben und parallel zum gleichen Termin eine leichtere Prüfung beim Betriebswirt, dann kann das beim nächsten Termin schon wieder umgekehrt sein. Ich würde also sagen, das ist in etwa gleich. So, dann kommt der Punkt der Anerkennung. Das werde ich relativ oft gefragt. Anerkennung bei den Personalern hat mich jetzt gerade gestern war es, glaube ich, jemand wieder gefragt, wie ist denn das anerkannt bei den Personalern? Und ehrlich gesagt, das kann ich nicht beantworten und ich glaube, dass es keiner beantworten kann. Was sind denn die Personaler? Wir haben so viele Branchen in Deutschland. Und dementsprechend Personaler in unterschiedlichen Branchen, sodass es durchaus sein kann, dass in manchen Branchen der technische Betriebswirt eher hochgehalten wird, die eher technisch ausgerichtet sind, und in anderen Branchen, die eher kaufmännisch ausgerichtet sind, eben der Betriebswirt. Also, ich würde mal sagen, das ist branchenabhängig. Es gibt Branchen, wo der technische Betriebswirt Teil der innerbetrieblichen Karriereleiter ist. Das heißt, wenn man in bestimmte Gehaltsstufen und auch Hierarchieebenen aufsteigen will, muss man den technischen Betriebswirt bringen. Und das weiß ich ganz genau. Und beim Betriebswirt vermute ich Ähnliches in anderen Branchen. Ja? Also diese Frage der Anerkennung bringt uns nicht besonders viel weiter. Das nächste ist schon interessanter, Ausrichtung. Und da können wir sagen, dass der Betriebswirt, also ich springe jetzt nach rechts rüber, dass der Betriebswirt
eher eine internationale Ausrichtung hat. Eher international. Das mache ich besonders fest an diesem Fach internationale Wirtschaftsbeziehungen, das Sie beim technischen Betriebswirt nicht haben. Und da haben Sie auch eine Prüfungsfrage, die auf Englisch gestellt wird. Die kann man, soll man auf Deutsch dann beantworten. Eine mündliche Prüfung im Englischen ist nicht mehr erforderlich. Das gab es früher mal, gibt es nicht mehr. Aber das Englische ist hier auch ein bisschen noch dabei. Insgesamt hat der Betriebswirt eine eher internationale Ausrichtung, sodass wir beim technischen Betriebswirt sagen können, eher national. Der technische Betriebswirt ist ein betriebswirtschaftliches, fundiertes Studium für Techniker. Ne? Und der Betriebswirt hat so ein paar andere Akzente, eben diesen internationalen Akzent, auch so ein bisschen eher noch den Akzent im Sinne von Unternehmensführung, Unternehmenssteuerung, ja, eher international, ein bisschen mehr noch Unternehmensführung. Dieser Schwerpunkt kommt durch die Fächerbezeichnung deutlicher zutage, sagen wir es mal so. Ich sage damit nicht, dass ein technischer Betriebswirt nicht auch in eine Führungsposition kommen kann von seiner Fortbildung her. Denn die Fächer, die Inhalte, die hat er auch. Die Schnittmenge ist relativ groß, ne? Also Schnittmenge zwischen den beiden ist groß. Muss ich auf beiden Seiten dann hinschreiben. Schnittmenge ist groß, nur die Bezeichnungen sind anders und damit sozusagen die Ausrichtung, die ja auch mit Worten sehr viel zu tun hat, ist anders. Zum Beispiel bei Betriebswirt haben Sie ein Fach Marketing Management und dieses Marketing Management deutet schon darauf hin, rein vom Wort her, dass man hier Marketing im Sinne einer Führungsaufgabe sieht, auch als Teil der Unternehmenspolitik und Unternehmensausrichtung. Und beim technischen Betriebswirt haben Sie inhaltlich genau das Gleiche, nur es heißt da Material-, Produktions- und Absatzwirtschaft. Es heißt da Absatzwirtschaft, ist inhaltlich das Gleiche. Na, nur beim technischen Betriebswirt eben eher konservativ und auch deutsch ausgedrückt, Material-, Produktions- und Absatzwirtschaft. Und beim Betriebswirt eher mit dem Etikett Management und von daher eher in Richtung eben Management-Ebene auch ausgerichtet. Ja, das ist eher die Fassade, eher die Verkleidung. Die Inhalte sind gleich, aber die Ausrichtung ist ein bisschen anders. So, jetzt sagte ich, beim Betriebswirt haben Sie dieses Fach internationale Wirtschaftsbeziehungen, das Sie beim technischen Betriebswirt nicht haben. Gibt es auch was, was der technische Betriebswirt hat? Ja, das, was ich gerade schon erwähnt habe. Nämlich Materialwirtschaft und Produktionswirtschaft. Ja, und daran erkennen Sie das T. T für technischer Betriebswirt, denn der Techniker hat seine Berührungspunkte mit der Welt der Betriebswirtschaftslehre natürlich in allererster Linie zunächst einmal im Bereich der Materialwirtschaft und der Produktionswirtschaft. Das ist doch völlig klar. Ja, und diese Fächer haben Sie beim Betriebswirt IHK nicht. Na, da haben Sie keine Materialwirtschaft und keine Produktionswirtschaft. Das heißt, der technische Betriebswirt, wie der Name schon sagt, ist näher an der Technik und der Betriebswirt IHK ist eher international und von seinem Ausweis nach außen eher Richtung Führung gestylt, sagen wir es mal so. Was bedeutet das letztlich unterm Strich? Ehrlich gesagt, meine ganz persönliche, unmaßgebliche Meinung ist die Auswirkung, ob man nur das eine mit dem T davor macht und das andere ohne das T davor, ist, glaube ich, nicht so signifikant. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man es macht, ja, dass man eines dieser beiden Karrierewege, eines dieser beiden Abschlüsse auch tatsächlich zum Abschluss bringt. Denn dann zeigt man, dass man in sich investiert hat, dass man in seine Fortbildung investiert hat, dass man mehr praxisrelevantes Wissen sich angeeignet hat. Denn das kann man für beide Lehrgänge sagen, das kann man grundsätzlich sagen für diese Karriereweg, Karriere mit Lehre. Wissen, das Wissen, das vermittelt wird, ist praxisrelevant. Ja, das ist die sehr schöne, ich finde, das ist recht gut gelungen bei der Konzeption und auch in der Umsetzung, dass man
ein Gegengewicht schaffen wollte gegen diese theoretische akademische Fortbildung an der Uni, die ich ja selber gemacht habe. Und hier haben wir eben sehr praxisrelevantes Wissen bei beiden Lehrgängen. Also da gibt es keinen Unterschied. Ne? Dass jemand sagt, der technische Betriebswirt ist ja praxisrelevanter oder der Betriebswirt ist praxisrelevanter. Das sehe ich nicht. Ja, das sehe ich. Und ich kenne beide Lehrgänge von Beginn an. Ja, der technische Betriebswirt kam 1996 und der Betriebswirt kam 1997. Ich war bei beiden Lehrgängen, bei beiden Konzepten, bei beiden Abschlüssen von Anfang an dabei. Und ich war auch bei beiden Lehrgängen viele Jahre im Prüfungsausschuss, allerdings beim technischen Betriebswirt sehr viel engagierter und sehr viel häufiger. Und kenne eben dann auch die Anforderungen der Projektarbeit. Das haben Sie auch. Na, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr, aber dann machen wir hier noch eine kleine Hilfslinie. Also TBW und BW, PA Projektarbeit haben Sie beim technischen Betriebswirt und haben Sie beim Betriebswirt. Da haben Sie bei beiden, haben Sie auch dann die Präsentation, das FG, ich kürze das jetzt mal hier ab, ne? PA ist Projektarbeit, FG ist Fachgespräch, haben Sie beim technischen Betriebswirt und haben Sie beim Betriebswirt. Also was die Prüfungsanforderungen angeht, auch die Anzahl der Fächer, wie gesagt, der technische Betriebswirt ist etwas umfangreicher, aber die Betonung liegt auf etwas. Das ist jetzt auch nicht etwas durchschlagend Unterschiedliches. Und die Sache mit der Projektarbeit und dem Fachgespräch, also die schriftliche, ausformulierte Arbeit im Umfang von, sagen wir, 25 bis 30 Seiten, muss als Teil der Prüfung in beiden Fällen vorgelegt werden. Ja, so, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Ich denke, der technische Fachwirt, der eher sich im Bereich der Technik sieht, sollte Richtung technischer Betriebswirt sich orientieren. Und der technische Fachwirt, der auch vielleicht wechseln will in ein Unternehmen mit einer kaufmännischen und internationalen Ausrichtung, der sollte den Betriebswirt machen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.